Warum sammeln wir Schreibmaschinen? Schreibmaschinen sind heute ein uraltes Kulturgut mit einer Vergangenheit, die genau 300 Jahre zurückliegt. Das erste Patent hatten Engländer, aber aus diesem Patent ist nichts geworden, weil der technische Hintergrund, die Vernetzung zu anderen Gewerken gefehlt hat. Und so blieb es eben bei diesem Patent bis zu dem Jahr 1864. 1864 hat Peter Mitterhofer die erste Maschine vorgestellt. Die Südtiroler bezeichnen ihn als Erfinder der Schreibmaschine. Er ist eine Persönlichkeit gewesen, aber ihm hat auch das technische Netzwerk gefehlt. In Südtirol gab es keine feinmechanischen Gewerke, gab es keine Hersteller, die ihn unterstützt haben. Und so hat er sich in mühevoller Arbeit Schreibmaschinen aus Holz gefertigt. Stellen Sie sich mal vor, die Typenhebel und so weiter, die ganze Gestelle, alles aus Holz. Er war dazu eigentlich auch berufen, das zu tun, aber ihm hat eben die Präzision gefehlt in den holzbearbeitenden Maschinen. Holz war eben für diese filigranen und hochpräzisen Maschinen war das ein nicht geeigneter Werkstoff. Aber, und man staunt darüber, die Typen wurden nicht aus Metall hergestellt, sondern er hat die Typen entsprechend versalen Buchstaben mit Nadeln besetzt. Und seine erste Schreibmaschine hat eigentlich oben eingelegtes Papier perforiert. Also nicht mit Druckerschwärze oder sonst mit einem Farbband abgedruckt, sondern er hat das Blatt durchstochen, die Nadeln auf den Typen durchstochen. Wenn man jetzt wissen wollte oder lesen wollte, was da geschrieben worden ist, musste man das Blatt aus der Maschine rausnehmen, gegen das Licht, und dann hat man gesehen, wo die Löcher sind, da sind auch Buchstaben. Aber das ging nur mit versalen Buchstaben. Also, das war das Problem von Peter Mitterhofer. Er hat in Südtirol kein Gewerke gefunden, keine feinmechanischen Stätten, die ihm die Typen gießen konnten. Das war das Problem überhaupt. Es gab in Amerika zwei Erfinder der Schreibmaschinen, die bezeichnen sich auch als Erfinder, die eine mechanische Schreibmaschine so 1864 rum auf den Markt gebracht haben. Auch wieder eine mechanische Schreibmaschine, aber die Kuriosität lag darin, dass sie von unten an die Walze geschrieben hat. Das Problem war, man konnte erst nach der siebten, achten Zeile erkennen, was man geschrieben haben. Das war eigentlich der Anlass für den Franz Xaver Wagner, der deutsche Erfinder, und jetzt kann ich das auch so nennen, der Erfinder des sogenannten Schwenkhebelsystems. Also die Typen, die klappen nach vorne gegen die Walze, und jeder Buchstabe war sofort sichtbar. Mit diesem Wissen ging er nach Amerika, und da muss ich kurz einflechten noch. Scholz und Glidden, das war am Ende des Bürgerkrieges in Nordamerika, waren eigentlich mit der Entwicklung und mit der Belegung der Tastatur und insbesondere mit dem ganzen Arrangement der Maschinen überfordert. Die gingen pleite. Und Remington, ich sage das jetzt einfach so, Remington war Kriegsgewinnler aus der Produktion von Kanonen, Gewehren und so weiter. Der hat sein Geld genommen, hat Scholz und Glidden aufgekauft, hat die Maschine verbessert und kam dann etwa so 1872 auf den Markt und hat dann mit seiner Weiterentwicklung der Maschine starke Impulse gegeben für den Bau von mechanischen Schreibmaschinen. Das war Anlass für Underwood, zusammen mit dem Franz Xaver Wagner eine vollkommen neue Schreibmaschine, mechanische Schreibmaschine zu bauen. Nämlich, und das war das Revolutionierende, mit direktem Aufschlag. Also man nennt dies das Wagner-Getriebe mit diesen schwenkbaren Hebeln. Also ich mache es nochmal so in der Bewegung.
Remington hat von unten die Hebel an die Walze schlagen lassen und bei Underwood war das sofort sichtbar. Das sind jetzt in geraffter Folge die markanten Epochen, Entwicklungsschritte im amerikanischen Schreibmaschinenbau, der bis etwa 1900 dominant war. Und das ist der Schwerpunkt überhaupt in der Ausstellung, unterschiedliche Aufschlagssysteme zu zeigen. Und das resultierte daraus, dass Remington das Patent hatte für das sogenannte Unteraufschlagssystem. Underwood das Patent hatte für das sogenannte Schwinghebelsystem, weil Wagner mit Wagner zusammen weiterentwickelt. Und das war ein Riesenerfolg für die Entwicklung der mechanischen Schreibmaschinen. Die Problematik bestand darin, wie schnell kann man mit einer Schreibmaschine schreiben? Wie genau kann man mit einer Schreibmaschine schreiben? Und so gab es dann Ausprägungen in der Feinmechanik. Wir haben hier in der Ausstellung Maschinen, wie zum Beispiel die Hammond-Schreibmaschine, die die mechanische filigrane Struktur zumeist ausgebildet hat aus Holz. Die Tassen bei der Hammond oder wie andere beispielsweise, die wurden aus Holz gefertigt. Die Zugstangen, die Typenhebel und so weiter, die waren aus Holz. Und daraus ergab sich die Problematik, dass die Maschinen nie genau geschrieben haben. Erst als Wagner auf der amerikanischen Bühne aufgetaucht ist und zusammen mit Underwood die Maschinen auf den Markt gebracht hat, war das Problem Schnelligkeit gelöst, das filigranische Ausprägung war gelöst, weil die Typenhebel und die Typenhebelstangen alle aus Metallteilen gefertigt wurden. Und somit ergab sich ein riesen Vorteil für die Underwood. Kein Mensch wollte mehr eine Remington kaufen, sondern jeder wollte nur noch die Underwood. Warum? Sie waren leicht zu bedienen, sie waren genau und waren eben schnell im Schreiben. So, auf einen Aspekt möchte ich noch hinweisen in der Ausstellung, die Tastaturbelegung. Remington hat sich diesem Patent von Scholes und Glidden bedient. Das war so etwa 1868, hat Scholes und Glidden das Patent bekommen für die Belegung der Tastatur. Also, und daraus resultierte dann nach langen Erprobungen die Belegung der Tastatur, ich sage das einfach mal jetzt QWERTY, also wohlgemerkt mit Y. Die Deutschen haben dann diese Tastatur übernommen, wurde aber verändert in QWERTZ, QWERTZ-ZIUP. Die Franzosen konnten mit dieser Tastatur nicht arrangieren, weil sie eine ganz andere Ablauf erforderte. Und somit haben die Franzosen festgelegt, die sogenannte Acerti-Belegung. Dieser Aspekt war ganz, ganz wichtig. Stellen Sie sich vor, der kleine Finger musste links und rechts zum Beispiel die Umschaltung bedienen. Das war eine Riesenarbeit für den kleinen Finger. Dann gab es dann den negativen Gesichtspunkt, dass sich manche Typen beim schnellen Schreiben bei Remington verhakt haben. Und deswegen sehen Sie hier in der Ausstellung auch Schreibmaschinenkonstruktionen, die weggegangen sind von den vielen Typenhebeln, sondern hin zu diesen Schreibzylindern. Jetzt könnte man sagen, diese Schreibzylinder, die waren die Vorentwicklung für das sogenannte IBM-System. Das kann man so sehen. Vom Schreibzylinder zur Schreibkugel ist nur ein kleiner Schritt. Aber ich möchte sagen, mit der Entwicklung, mit der Konstruktion des Schreibzylinders kam man dem schnellen Schreiben viel näher. Man hat das Problem nicht mehr, dass manche Typen sich verhakt haben, dass man in die Tastatur reingreifen muss, wieder zurückholen und so weiter. Das war eine Erfindung, die Schreibmaschinen wesentlich geprägt haben.
Wir zeigen hier in der Ausstellung eine amerikanische Schreibmaschine, Calligraph 2. Und das ist die erste Schreibmaschine, die das Ad-Zeichen hatte. Es kommt aus dem Lateinischen, da wurde das Ad-Zeichen benutzt als Bei. Im 16. Jahrhundert kam das Ad-Zeichen, tauchte das Ad-Zeichen plötzlich auf im spanischen Markt. Dort wurde das Ad-Zeichen benutzt in der Funktion, in der Bedeutung von bei oder zu. Also wenn jemand jetzt 50 Cent eine Kartoffel gekauft hat und eine Rechnung dazu wollte, wurde dann 50 Cent Kartoffeln Ad, sage ich mal, Peseen, wenn es sie damals schon gegeben haben. So ist es zu verstehen. Das Ad hat dann in der Neuzeit wunderschöne Bezeichnungen bekommen, zum Beispiel Affenschwanz, Affenohr, Klammeraffen oder Elefantenohr. Aber jedenfalls werden mechanische Schreibmaschinen heute geschätzt als Kulturgut, weil sie die Organisation im Büro, im Handwerk, im Gewerbe, Industrie wesentlich vereinfacht haben. Mittlerweile finden diese Kulturgüter bei vielen Sammlern eine liebevolle Bewahrung der alten Technik. Und es gab viele, wie man in der Sammlung und in der Ausstellung sieht, viele Schreibmaschinen, die auf anderen Anschlagsprinzipien beruhen. Und das ist eigentlich das Interessante für Schreibmaschinen, die unterschiedlichen Aufschlagssysteme in der Sammlung zu haben und zu sagen zu können, wie sind die Kulturgüter entstanden.